You miss it. I'm a dreamer. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob der Ton gut ist. Jedenfalls bin ich hier an der Copacabana. Hier braucht man so viel Standfestigkeit. Jetzt ist erstmal wieder Funkstille. Aber da kommt die nächste. Oh, die wird groß. Schaut mal, die Pumpen hier pumpen Wasser auf den Weg, um den Sand zu kühlen. Hier ist die Promenade und hier sind so ganz viele kleine Nebenstraßen, die so weggehen von der Copacabana, wo es auch Geschäfte und viele Sachen zu sehen gibt. Jetzt sind wir an der Escadería Celarón in Lapa angekommen. Diese schöne bunte Treppe hat der chilenische Künstler Jorge Celarón geschaffen, aus über 2000 Kacheln. Ursprünglich wollte er eigentlich nur 1990 die ramponierten Stufen seiner Treppe reparieren. Aber mehr und mehr wurde die Treppe zur Touristenattraktion. Und 2005 wurde dann die Treppe als Wahrzeichen von Rio ausgezeichnet. Die Treppe ist 125 Meter lang und hat 250 Stufen. Celarón lebt heute leider nicht mehr. Er wurde im Januar 2013 tot auf seiner berühmten Treppe gefunden. Und die Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt.